Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Es geht weiter. Wir wollen uns ein bisschen den Bus jetzt hier anschauen von MAN. Heute der letzte von drei. Wir werden heute mit dem Gelenkbus fahren. Und wir suchen uns jetzt hier mal noch eine schöne Linie aus, wo wir auch mit dem Gelenkbus durchkommen. Das ist natürlich eine gute Sache. Hier sollten wir es wohl nicht machen. Die schaut doch eigentlich ganz gut aus. Erwarteter Gewinn 70.000. Ich guck gerade mal, wo geht denn die lang? Ja, die können wir nehmen. Die nehmen wir. Das ist unsere Tour heute. Und das Ganze, wie gesagt, ja, das ist der Bug von der letzten Folge, seht ihr schon. Wir wollen das Ganze natürlich hier mit unserem, ich wollte eigentlich mal gucken. Ist das der Gelenkbus hier? Ah. 12 Meter haben wir hier. 65 Stehplätze, 35 Sitzplätze. Diesel. Und was hat der letzte? Nee, das ist nicht der Gelenkbus. Warte mal, wir müssen mal gucken. Ich komme nicht mehr zurück. Ich kann den nicht zurückstellen. Fragt mich nicht warum. 18,6 Meter, der Lion City CNG. Erdgas. So, und das ist. Doch, das ist er. Okay. Wir haben hier 48 Sitzplätze, 27 Stehplätze, eine Länge von 18 Meter, Diesel, 3 Achsen. Wendegräs 23 Meter, uiuiui, der ist schon deutlich größer, der Wendegräs. Okay. Nein. So, da haben wir ihn. Das ist der Kollege. Und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Auch hier haben wir wieder dieses neumodische Tablet drin. Was in der letzten Folge ein paar Probleme bereitet hat. So, da haben wir hier unser Bild für. Den Bussimulator. Und das ist, wie gesagt, der neue Bus. Mit 4 Türer, 3 Achse. Lion City. Und Diesel. Wenn wir hier mal so durchlaufen, ne, also ist schon ein deutlich längeres Gerät hier, aber schon cool. Schade, Dachluken können wir nicht öffnen, das wäre natürlich eine coole Sache gewesen. So, machen wir jetzt mal hier soweit alles wieder, zack und zack. Okay. Das gefällt mir. Eine Fahrkarte bitte. Die Bremsen sind hier. Muss ich mich erst wieder umgewöhnen? Ja, bitteschön. Die Bremsen brauchen ein bisschen länger hier. So, dann haben wir, wie gesagt, alle drei Busse. Da können wir uns jetzt aufs nächste DLC freuen. Dadurch, dass der jetzt so schnell kam, hoffe ich ja, dass jetzt die anderen jetzt nicht so lange Zeit brauchen.
Restfield. Schöner Blitzer, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. So, alles einsteigen bitte. Eine Fahrkarte bitte. So, eine. Drücken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Woche Standard drücken. 2 Euro. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln Standard. Und du bekommst natürlich 2,80 Euro wie immer. So, und dann können wir weiterfahren. Auch hier, wie gesagt, die gerippten Scheiben hier so ein bisschen. Finde ich cool. Punikgasse. Bleib ja oben. Bleib oben. Bleib oben. Habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, junge Dame, das kann ich Ihnen nicht sagen. Oh, hier hat Manfred schon längst gemeckert wieder. Wenn du jetzt hier so runtergefahren wärst. War tatsächlich ein bisschen knapp gerade mit dem Bordstein. Ananas. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Street Food, ja. Yeah. So, nehmen uns das keiner. Pferdemühlengasse kommt jetzt, Leute. Ja, ist schon schön. Muss sagen, fehlt mir tatsächlich ein bisschen so die Zeit mit dem Bussimulator. Hat Spaß gemacht, das Ding durchzuspielen, obwohl es teilweise auch ein bisschen genervt hat, weil die Missionen sich so in die Länge gezogen haben. Dass das Ganze jetzt eigentlich vorbei ist, ist eigentlich schon schade. Also, was heißt vorbei? So von der Karriere her vorbei. Ne, sonst ist das Spiel ja nicht vorbei. Du könntest ja ein bisschen so unendliche spielen. Aber ist schon. Danke. Eine Fahrkarte bitte.
So, Standard, Standard. Danke. Ohne Mission macht es dann doch halt wenig Spaß denn hier. Weiter. Du kannst natürlich die Touren optimieren und alles was, ne? Das funktioniert. So, Standard. Ja, ich muss aber sagen, sonst ist mir wirklich nichts aufgefallen, so zwecks Update-mäßig. Danke. Hab nochmal extra alles nochmal durchgeguckt gehabt. Ja, bevor ich jetzt hier noch die letzten zwei Busse aufnehme. Ist mir persönlich jetzt nichts aufgefallen. Ich verstehe nicht, warum man jetzt zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel eine Linie umbenennen, warum das jetzt halt nicht gemacht werden kann. Könnte man halt einfach alles deutlich schöner machen, denn. Nächster Halt, Seilerstraße. Oh, ja. Kann jetzt ich wird's eine Fahrkarte haben? Kriminell. So, also Tag. Nein. Senior drucken. Jetzt wird's gleich kriminell, Leute. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Oh. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food, Junk Food. Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Hast du gesehen, da steckt das eine Auto ein bisschen in der Erde drin. Oh, eine Baustelle hier. Sehr nett, er lässt uns. Ach, die meine Güte. Ich bin den besten Bus jetzt ausgewählt hierfür. Vielleicht sollte ich nochmal den 16er durchspielen.
auf dem PC. Da können wir uns auch Sunny Springs nochmal anschauen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Das finde ich eine coole Idee. Da muss ich mal gucken, ob ich das so ein bisschen reinbekomme ins Zeitfenster. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ob euch das interessiert oder eher weniger. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. So, unfallfrei durchgekommen. So, Fahrt beenden. So. Und damit haben wir uns den letzten von drei Bussen angeschaut. Hier im Bus-Simulator 18 oder Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Ja. Was soll ich sagen? 5,99 finde ich vollkommen in Ordnung für die drei Busse. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Ich hoffe, dass die zukünftigen DLCs genauso günstig sein werden. Wie gesagt, bei dem Strecken-DLC, da gehe ich mal stark davon aus, dass es ein bisschen mehr kosten wird. Lassen wir uns überraschen. Sobald ich hier natürlich neue Informationen zu habe, wann da irgendwie was kommt oder sowas, dann erfahrt ihr das natürlich hier in den ÖPNV-News. Also unbedingt jeden Sonntag vorbeischauen hier auf ÖPNV-Simulation, denn dort berichten wir alles rund um den Neuigkeiten hier von der Simulationswelt aus der ÖPNV-Welt. Und ja, sonst gibt es hier an der Stelle einfach, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns natürlich nächstes Mal wieder, wenn es wieder was Neues zu zeigen gibt hier im Bus-Simulator. Von daher, wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr davon haltet. Wollen wir nochmal den Bus-Simulator 16 rausgraben hier auf dem PC und uns das mal angucken, ja, wie sah es denn vorher aus? Und wie sieht zum Beispiel Sunny Springs aus, von dem die Leute hier ständig reden, hier im Bus-Simulator? Denn, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt unten rein. Und sonst sehen wir uns hoffentlich spätestens zum nächsten Video Bus-Simulator hier von der PlayStation 4 oder der Xbox One wieder. Und notfalls schaut doch mal bei unserer anderen Playlist vorbei. Wie gesagt, wir spielen jetzt auch Transim World hier auf der PlayStation 4. Falls euch das interessiert, einfach mal vorbeischauen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!